Ja, moin, moin, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ja, heute ist ein Turmfinale. Heute spielen wir gegen Seto Kaiba. Und er hat natürlich wieder sein blauäugiges, weißes Drachendeck. Eine andere Variation, würde ich mal sagen, als beim letzten Mal. Wir lassen uns einfach mal überraschen. So, ich habe offline ein wenig mit dem nordischen Deck gespielt, damit ich auch mal wieder spiele. Und ja, er hat sehr starke Monster. Und da bietet sich ja rein theoretisch unser Burner-Deck an, deswegen nehme ich das einfach auch nochmal. Ja, ich möchte natürlich auch einen kleinen Vorteil gegen ihn haben, deswegen nehme ich unser Burner-Deck. Ah, er mag uns anscheinend nicht. Akisa, es tut mir leid, er hat dir die Faust gegeben. Und der Jute Seto möchte auch anfangen. Lassen wir uns mal überraschen, was er macht. Von mir aus kann er gleich in der ersten Runde seine drei weißen Drachen spielen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Okay, der ist schon mal gut. Wir haben okay jetzt nicht die beste Starthand gezogen, aber... Ja, oh, er kriegt gleich einen weißen Drachen. Erste Runde schon. Okay. Wenn er jetzt noch Kaiba-Männer hat, kann er ihn sogar noch spielen. Ich kenne das Deck in- und auswendig, Leute. Ist ja hart. OMG. Ich kann auch eine sehr starke Karte beschwören, Leute. Eine richtig starke Karte. Jedenfalls dann im nächsten Zug. Wenn ich dann wieder dran bin. Ich glaube mal, die habe ich auch noch gar nicht mit dem... Oder, oh ja, komm. Aktiviere mal die hier. Ich glaube mal, die habe ich auch noch gar nicht gespielt mit meinem Burner-Deck, wenn ich jedes Mal mit der Karte gespielt habe. Oh, der ist ja auch ganz schön stark. Muss ich mal sagen. Kaninchendrache. Okay. Oh nein. Was mein... Oh nein, ist der. Ja, Leute. Damit hat er mich natürlich jetzt hart gefistet. Das ist natürlich jetzt richtig ätzend. Da kann er mir jetzt all meine Karten zerstören, ey. Richtig hart. Okay. Yes! Yes, Leute! Okay, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Leute. Oh, jetzt habe ich aber geschwitzt, Alter, ey. Jetzt habe ich wirklich geschwitzt, Alter. So, gleich weg mit dem, Alter. Geht ja mal gar nicht klar hier. So, und jetzt fragt ihr euch, ja, wie habe ich denn jetzt gewonnen? Der macht ja nur 1000 Damage. Ja, ich mache jetzt einfach mal eine Sis-Beschwörung von den hier. Und der hat nämlich einen richtig harten Spezialeffekt. Und ich habe mich gleich verschluckt, sorry. Unter anderem ist das dann auch eine sehr mächtige Karte. Ne, wir haben noch nicht gewonnen. Oh ja, mach. Boah. Okay. Ich habe heute eine sehr kurze Nacht gehabt. So, jetzt haben wir aber gewonnen. Erste Runde, locker flockig. Er hätte uns hart geben können. Er hätte uns wirklich geben können. Ich glaube mal, da hätten wir auch gar nicht jetzt mehr groß kontern können. Weil wir ja auch jetzt so eine Zauberkarte mit mickrischen 800 Life Points Damage gezogen hatten. Hätten wir gar nicht groß kontern können. Also wenn er uns jetzt so unsere Feindkarten zerstört hätte, ja, wäre es wahrscheinlich böse für uns ausgegangen. Jetzt habe ich nochmal zweimal die. Oh mein Gott, hier. Wellenbewegungskanone. Noob-Karte Number One hier, auf jeden Fall. Life Destroyer Deck. So, ich möchte erstmal noch zwei Karten ziehen, deswegen spiele ich erstmal uns ins Cybertal. Und dann gucken wir mal, was denn der Herr Seto macht. Der gute Seto. Wieder Kaninchendrache und... Ja, der andere war auf jeden Fall auch wieder der gleiche. Okay. Ist natürlich gleich wieder richtig heftig. Okay. Oh mein Gott, ich hab... Boah, ich hätte ja eine Karte opfern müssen. Okay, ja, dann machen wir ja gleich so, denke ich mal. Gleich alles raus, was wir haben. Und lassen den Seto jetzt erstmal machen.
Wir werden jetzt erstmal Verteidigung aufbauen mit. Okay, die hat 0 ATK, deswegen kann ich die erstmal aktivieren. Passt eigentlich. So, ich bin erstmal gespannt, was er macht. Okay. Ein Stufe 9er kommt. OMG. Okay, da hätte ich die natürlich jetzt schon aktivieren können, aber naja. Ja, genau. Greif frisch an, du machst das richtig. Nee, noch nicht. Noch nicht. Okay, passt. Okay, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich unseren Sieg schon in der Tasche, wenn wir die jetzt noch aktivieren. Falls er jetzt nochmal angreifen sollte, spätestens da. Ah ne, wir brauchen noch nicht mal unseren magischen Zylinder. Der trappelt auch so in der Kiste. Ich kann sagen, was du willst, aber dieses Deck ist einfach so OP. Und das ist auch das beste Deck, um schnellst und bestmöglichst Karten zu farmen. Ihr könnt natürlich dementsprechend auch sehr gut Ranglistenpunkte im Multiplayer farmen oder so. Was ich euch aber weniger empfehle, ist damit Tech-Duelle Multiplayer zu spielen. Da das wirklich mit den anderen dann harmonieren muss und das so ein Life Destroyer Deck mit jetzt sagen wir mal ein Drachendeck ist nicht so das Beste. Aber naja, müsst ihr selber wissen. So, den zweiten Turm haben wir geschafft. Wir haben die Hälfte der Yu-Gi-Oh! Saga schon geschafft. Wer kommt morgen? Yugi. Yugi Muto kommt als nächstes. Totenkopf-Diener. Okay. Auch wieder so ein Deck, was ich nicht so äußerlich gut kenne, sagen wir mal so. Wir lassen uns mal überraschen. Aber naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch nachher oder vielleicht jetzt gleich wieder zu meinem neuen Deck-Tutorial ein. Ja, lasst euch mal überraschen, was es gibt. Und dann schaut so rein und dann liebes Morgen.